Knapp 10 Jahre nachdem mit dem ersten Bauabschnitt zur Sanierung des Jeverschen Schlossparks begonnen worden war, kann nun ein zweiter Bauabschnitt in Angriff genommen werden. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Karin Evers-Meyer überbrachte Museumsleiterin Prof. Dr. Antje Sander am Freitag die gute Nachricht. Evers-Meyer hat im Haushaltsausschuss des Bundestags ihre Projektanträge auf Förderung des Schlossparks Jever und des Schlossparks Neuenburg durchgesetzt. Für Jever gibt es 150.000 Euro, für Neuenburg 250.000 Euro. Man muss schon etwas kämpfen, um an das Geld heranzukommen, berichtete sie.